Es ist in der arabischen Sprache wie folgt, und das ist sehr wichtig zu wissen. Er sagt ja, la yu'minu, la yu'min. Er benutzt dieses Wort la, der Negierung. Das nennt man das la, der Negierung. Hiermit wird etwas verneint. Die Gelehrten der Sprache und auch die Gelehrten des Usul wird erwähnen, dass die Verneinung drei Bedeutungen haben kann. Wenn ich sage, er hat keinen Iman, dann kann das drei Bedeutungen haben. Oder auch in einem anderen Kontext, nicht nur in Bezug auf das Wort Iman. Das kann heißen, nafil wujud. Das heißt, diese Sache existiert gar nicht. Sowas existiert nicht. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, la tiyara. La tiyara. Was heißt la tiyara? Ich weiß nicht, wie man das in der deutschen Sprache übersetzen soll. At-tiyara ist eine Form des Pessimismus. Wenn ich zum Beispiel einen schwarzen Vogel sehe oder eine schwarze Katze. Ja, Aberglaube ist, glaube ich, allgemeiner, das umfasst mehrere Sachen. Schlechtes Omen. Ja. Er sagte es, la tiyara, was heißt das? Yani, es gibt kein schlechtes Omen. Es gibt es nicht. Okay. Das ist eine Bedeutung. Es kann aber auch sein, nafyul wujud al-shar'i. Das bedeutet, dass etwas schariatisch gesehen wie nicht existent behandelt wird. Das heißt, es ist so, als ob es gar nicht existiert. Wie in dem Hadith, als ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam verfolgte, die Moschee betrat, mit ihm sich hinstellte, betete und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, das ist in Bukhari Muslim, er sagte, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Geh zurück und bete, du hast nicht gebetet. Er hat gebetet. Also motorisch betrachtet, ja, er hat Bewegungen gemacht. Und er sagt, du hast nicht gebetet. Was heißt das? Unvollständig, unvollkommenes Gebet oder? Nein, nicht unvollkommen, gar kein Gebet. Es ist kein Gebet, wenn eine Säule fehlt. Wenn eine Säule, eine Handlung fehlt, kann man nicht von der Handlung sprechen. Sie ist wie nicht existent. Das ist die zweite Bedeutung. Es gibt noch eine dritte Bedeutung. Nafyul Kamal, Nafyul Kamal. Das heißt die Negierung der Vollkommenheit einer Sache. Das heißt, es wird weder negiert, dass es so etwas gibt, noch wird die Gültigkeit negiert, sondern nur die Vollkommenheit einer Handlung. Und daher kommt auch der Khilaf bei den Rechtsgelehrten über den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. La salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab oder bi umm al-kitab. La sala, kein Gebet. Was heißt das, kein Gebet? Was heißt kein Gebet? Mashi, aber das ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch heißen, dass es unvollkommen ist. Deswegen haben einige der Fuqaha das so ausgelegt und waren der Auffassung, dass nicht das Lesen der Fatiha die Bedingung und Säule im Gebet ist, sondern allgemein etwas vom Koran zu lesen. Wie Allah Ta'ala sagt, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Lest, was euch leicht fällt vom Koran. Das ist zwar nicht die Meinung der Mehrheit, aber einige haben das so ausgelegt. Und das unter anderem damit bekräftigt, dass es zum Beispiel andere Texte gibt, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, über das Gebet dessen, der nicht die Fatiha liest, er sagte, فَهِيَ خِدَاجٌ. Khidaj heißt unvollkommen. Khidaj heißt unvollkommen. Al-Khidaj ist die Frühgeburt. Eigentlich, Al-Khadij ist die Frühgeburt. Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist es noch nicht vollkommen, oder? Aber es ist da. Und genauso ist es hier. Das ist die Meinung mancher der Rechtsgelehrten. Warum ich das sage, nur damit wir verstehen, was es bedeutet, wenn er sagt, es gibt, wenn etwas negiert wird. Und auch hier ist das der Fall. La yu'min, das heißt, er hat keinen vollkommenen Iman.